sind heute hier bei Heiner Willenburg und nehmen den zweiten Paleo 360 Podcast auf. Und ich bin auch schon gespannt, in welche Richtung es genau gehen wird. Es wird um das Thema gesunde Ernährung gehen, Landwirtschaft und Menschen. Das ist schon ein cooler Themenbereich. Ja, ja? Genau. Mhm. Unsere Lieblingsthemen. Mhm. Also Paleo 360. Wer jetzt hier zuschaut, der hat prinzipiell ein Interesse für gesunde Ernährung, für sich selber, seine eigene Gesundheit. Und das ist ja auch mein Weg gewesen, mich überhaupt mit Ernährung auseinanderzusetzen und dann auch zu bemerken, ich habe gar nicht wirklich viel Ahnung, wo und wie entsteht meine Nahrung, die ich esse. Und der Weg war dann für mich auch immer weiter zu erkennen, wie funktioniert denn Landwirtschaft wirklich? Und dann, das hatte ich gerade schon erwähnt, aber ich habe keine Ahnung wirklich. Ne? Und dann durch den Austausch auch mit dir ist mir so einiges bewusst geworden, was ich vorher einfach nicht wusste. Und was macht gesunde Lebensmittel wirklich aus? Was aus deiner Sicht, was macht ein gesundes Lebensmittel aus? Magst du was sagen? Genau, also ein gesundes Lebensmittel setzt einen gesunden Boden meiner Ansicht nach voraus, weil es ist halt so, auf einem gesunden Boden kann ein gesundes Lebensmittel wachsen. Und ohne gesunden Boden können wir auch nicht gesund sein. Der Boden ist halt das Medium, was uns alle trägt, uns ernährt, uns hält und auf dem wir laufen, ohne groß Rücksicht darauf zu nehmen. Zumindest den meisten ist es nicht bewusst, was dort unter uns passiert. Dieses vielfältige Leben, was wir beide auch ja zusammen noch mal genauer in den Fokus genommen haben. Und das ist auch so spannend, also wir können ja nicht den Weltraum erforschen, wir können aber diesen Weltraum, der sich auch im Boden, das Universum, was sich da befindet, erforschen. Das ist jetzt für mich als Naturwissenschaftler von der wissenschaftlichen Perspektive natürlich ziemlich spannend, dann aber auch zu fahren, was für einen praktikablen Bezug das auch hat. Dass das Leben, was im Boden auch ist, über die verschiedenen Mikroorganismen, in so einem wichtigen, also ein wichtiger Bestandteil der ganzen Wertschöpfungskette bis zum Lebensmittel auch ist. Ja, genau. Und dieses Bodenleben wollen wir jetzt ja auch stärker in Fokus nehmen. Also ich habe sehr viel immer beobachtet und bin froh, dass ich durch dich jetzt auch nochmal diesen Blick in diese Wissenschaft bekommen habe und war selber erstaunt, dass hier diese Handvoll Erde, wenn die sehr lebendig ist, bis zu 9 Milliarden Organismen enthält. Das ist schon erstaunlich, wenn man das bisschen. Ne? Das ist das jetzt bisschen. Halt ein bisschen trocken, aber das ist halt schon Wahnsinn. Ne? Und das ist das, was ich immer im Feld beobachtet habe, über die mehr als 20 Jahre, die ich jetzt regenerativ wirtschafte und ohne das Schlagwort zu kennen, aber das doch irgendwie getan habe. Und das aus einem guten Bauchgefühl heraus und aus einer guten Beobachtungsgabe heraus, so dass ich halt vieles gesehen habe, was vielleicht nicht logisch war, aber irgendwie passiert ist. Und das ist halt mit dieser Vernetzung, die wir jetzt kennengelernt haben, wir beiden, Praxis und Wissenschaft, gelingt es für mich, die Dinge noch mal neu zu erkennen und zu entdecken. Das ist auch so ein spannender Aspekt, das hat auch als ich aus meiner wissenschaftlichen Perspektive auch erkennen darf, dass es noch viel mehr Perspektiven gibt, etwas zu betrachten und das auch zu fördern, also den Wissenschaftlern jedem auch zu fördern und all diese Begeisterung auch für diese Thematiken, auch für sinnvolle Thematiken auch zu fördern. Also was mir auch klar geworden ist, halt, dass der Boden lebendig ist, das wissen viele Menschen gar nicht und halt so eine Wertschöpfung ist eine, aber Wertschätzung auch wieder dafür zu finden, das ist ja auch so ein Anliegen von mir, auch eine Intention, die auch in den Gesprächen jetzt auch stärken können. Und ich hoffe, der oder die eine andere, wie auch immer, bekommen das auch mit. Und was sagst du denn? Du bist ja auch so ein Spannungsfeld, gibt es ja auch zwischen Bevölkerung und Landwirtschaft in sich. Magst du einfach mal in einer anderen Wahrnehmung teilen und auch mitteilen, was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt sagen, okay, ich möchte mehr über Landwirtschaft wissen, wie kann ich da herantreten? Also mein Wunsch ist immer, dass Leute mich ansprechen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe in der Zukunft, dass Landwirte und Verbraucher oder interessierte Menschen aufeinander zugehen und offen miteinander sprechen. Und das, finde ich, ist meine große Intention, das zu üben wieder, gegenseitig zu üben, ohne Vorurteile, halt du Bauer, du Verbraucher, so, ne, so, dass es einfach einen neutralen Punkt wieder einnimmt, weil
wir können viel voneinander lernen und viel miteinander tun. Denn es ist das, was wir jeden Tag möchten, gesund und gut essen. Und dafür bedarf es zum einen den Verbraucher, der es isst, und zum anderen halt den Landwirt, der es nach bestem Wissen und Gewissen produziert oder erzeugt. Und das ist halt mein großer Wunsch, dass die Leute zu mir kommen. Und das passiert auch immer öfter. Du hast es ja auch erlebt. Du bist ja auch auf mich zugekommen und auch mittlerweile viele andere. Und in den offenen, entspannten Dialog eingetreten. Und das ist das, was uns voranbringt. Das bringt nichts, sich in seinen alten Schützengräben zu verstecken und mit den Parolen, die letzten 30 Jahre aufgekommen sind, aufeinander zu schießen. Ich glaube, der Punkt sollte erreicht sein, dass wir das einfach offen kommunizieren. Also wieder einen offenen Raum zum Gespräch haben, dann auch mal vorurteilsfrei auch zuhören zu können, das ist auch wichtig zu üben. Ja, genau. Ja. Und ja, hat auch die Ängste, die einfach da sind. Also auch viel Ängste sind auch geschürt worden, im Sinne von, dass man Unwissenheit hatte über die wirkliche Praxis auf dem Feld, ist mir auch klar geworden. Und dass die Ängste, aber es ist auch was Menschliches und dass wir die auch übertragen. Das kenne ich auch von mir. Ne? Wenn die Ängste noch nicht so klar entdeckt worden sind, dann überträgt man die halt Tendenz ja auch. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, da einen offenen Austausch zu haben, da einfach Ängste da sind. Wenn bestimmte Lebensmittel gegessen werden, sind Ängste bezüglich der Pestizidrückstände auch da, die teilweise auch begründet, teilweise unbegründet sind. Und das, da auch wieder einen offenen Dialog mit dem Landwirten zu bekommen, finde ich recht hilfreich. Und dann halt auch Unterstützung von Naturwissenschaftlern auch zu haben und diesen Austausch auch wieder zu stärken. Genau. Mhm. Und auch die Landwirte haben viele Ängste. Dadurch, dass halt Filmteams auf die Höfe gekommen sind und immer so Horrorfilme gedreht haben und das den Menschen außerhalb der Landwirtschaft dann so suggeriert wurde, sind auch bei den Landwirten sehr, sehr viele Ängste entstanden. Und da gilt es halt auch, ne, wie auf Verbraucherseite, bei den Landwirten, bei meinen Kollegen, diese Ängste zu lösen, die verständlich sind, wenn niemand möchte gerne in einem verzerrten Bild dargestellt werden. Und dass man halt so an diesem offenen Dialog aufeinander zugeht und dort auch fair miteinander umgeht, um auch zu zeigen, okay, so ist echte Landwirtschaft. Und die Perspektiven haben wir, wo es hingehen könnte. Und da hast du als Verbraucher oder Verbraucherin oder auch ja die Möglichkeit, dann deine Wünsche oder deine Ideen und deine Fragen direkt zu äußern. Ganz offen, ganz ehrlich. Und es gibt heute die Möglichkeiten, sich zu vernetzen und miteinander in Kontakt zu treten, ohne dass man halt sich auf den weiten Weg machen muss als Mensch. Entweder in die Stadt als Landwirt oder in den urbanen Raum oder als aus dem urbanen Raum als Mensch, der dort lebt, in die Landwirtschaft hinein. Es wäre natürlich toll, wenn das geht, aber manchmal ist es einfach nicht praktikabel. Und dafür haben wir heute ja Vernetzungsmöglichkeiten, diese Vernetzungsmöglichkeiten. Genau. Ja, das, was wir jetzt machen, halt auch Plattform geben. Genau. Auch das mal zur Sprache zu bringen, dass es wieder einen offenen Austausch braucht. Der hat auch gewisse Bilder sind einfach entstanden. Ne? Ein gewisses Bild des Verbrauchers ist entstanden, wie er reagiert. Ein gewisses Bild des Landwirten ist auch entstanden. Ne? Genau. Und wie die Landwirtschaft nun ist. Und dann bildet man sich ein, eine gewisse Meinung zu haben. Und die spricht man dann halt aus. Aber wie fundiert die nun wirklich ist, ist halt immer die Frage. Das ist ja auch, dass ich die letzten Jahre erkannt habe, dass ich habe wirklich keine Ahnung von Landwirtschaft. Also es ist schwer, so wirklich Aussagen zu treffen, ohne nicht wirklich auch landwirtschaftlich jemals tätig gewesen zu sein. Und das kann ich auch jedem ans Herzen legen, der zuhört, da auch einfach mal hinzuspüren, hinzuschauen, auch die eigenen Vermutungen auch da mal zu reflektieren. Stimmt das überhaupt, was ich denke, über die Landwirtschaft zu wissen und mit Landwirten ins Gespräch kommen? Und meine, die Tendenz ist ja auch in der Gesellschaft da, ne, halt, wir wollen uns gut ernähren. Also der Mensch möchte einfach gesund und glücklich sein. Das ist als gemeinsames Ziel auch mal zu formulieren, kann ja recht hilfreich sein. Da wissen wir, worum es geht. Genau. Und dann dahin zu kommen, auch zu sagen, okay, worauf ich hinaus wollte, genau, dass die Menschen halt denken, okay, wir kaufen jetzt Bio ein. Wir schauen, dass wir uns an Demeterhöfen orientieren. Also wo gewisse landwirtschaftliche Praktiken erstmal so wirken, dass sie besser sind.
Das ist halt natürlich auch in gewissem Maße auch richtig. Aber ich auch lernte, dass es eben halt auch Menschen im konventionellen Bereich oder die weiterhin konventionell wirken, eben halt auch weiterhin halt auch daran arbeiten, Verbesserungen herbeizuführen. Dass es halt einfach gar nicht gut klappt, diese Schubladen auch in der Landwirtschaft zu deklarieren. Dass auch der konventionelle Landwirt diverse Gründe hat, so zu wirtschaften, wie er es tut. Und ja auch diese Freiheit auch zuzulassen. Dass es halt auch verschiedene Gründe gibt, warum wie gewirtschaftet wird. Genau. Und das ist auch eigentlich ganz gut so, dass wir die vielen Facetten haben in der Landwirtschaft, weil so können wir halt auch viele Dinge bedienen und auch auf viele Dinge eingehen. Da wir mit der Natur arbeiten, ob wir jetzt bio oder konventionell sind, haben wir mit einem sehr, sehr, sehr selbstständigen Instrument zu tun. Also Natur lässt sich, ob ich jetzt konventionell wirtschafte oder auch biologisch wirtschafte, nicht in einen Rahmen pressen und auch nicht in eine Schublade pressen, die du eben erwähnt hast. Und ich sehe unsere Zukunft auch im Austausch mit Kollegen, die verschiedene Wege schon gegangen sind. Also Demeter hast du gerade angesprochen oder konventionell anders und so weiter. Oder so wie wir, dass wir halt vor über 20 Jahren hier schon angefangen sind, regenerativ zu arbeiten, bodenschonend zu arbeiten, erosionsschonend zu arbeiten. Da sehe ich halt unsere Zukunft, dass wir halt einen gemeinsamen Weg finden und das Beste aus beiden Welten zusammenbringen und nicht in Schubladen stecken, weil der Boden als Grundlage allen das eh nicht zulässt. Und wir wissen halt aus den Erkenntnissen der letzten Jahre, dass gewisse Dinge im konventionellen Bereich nicht gut funktionieren, aber auch andersherum im Bio- und Öko-Bereich auch nicht alle Dinge gut funktionieren. So, und das bildet sich jetzt gerade auch unter den Kollegen, auch jetzt im großen, spürbaren Generationswechsel, auch ein offenes Meinungsfeld an, sodass sich da auch viel aufeinander zubewegt. Und da fände ich es gut, die Verbraucher gleich mitzunehmen. Das Boot zu holen. Genau, und da ist es natürlich auch super, dass so Plattformen wie Paleo 360 sich dafür öffnen und ihre Plattform, ihr Medium zur Verfügung stellen, um das mitzuteilen. Mhm. Das ist super cool. So können wir halt in einem Schwung weiterarbeiten. Und in einem Guss vielleicht daraus was Schönes daraus transformieren, was das gemeinsame Zusammenleben anbelangt. Das ist cool. Was ich raushöre, ist wirklich, was es um Gemeinsamkeit geht, offene Meinungsräume zu schaffen, Austausch zu schaffen, gemeinsam eine Entwicklung auch mit anzustreben und die Verbindung wiederherzustellen. Wir können das auf einem, es geht auch wissenschaftlich zu agieren, aber es ist auch ein spiritueller Aspekt, ja, wirklich wie eine Beziehung zu Mutter Erde aufzubauen. Und das heißt nicht nur zu Mutter Erde, sondern auch zu einem selber, klar, ne, die Themen Selbstliebe sind auf PAL 63 auch mal relevant gewesen, aber auch zu den Menschen in sich. Und das ist was Ganzheitliches, ist diese Verbindung auch anzustreben und sie auch auf wissenschaftlichen Grund auch zu erforschen. Das heißt auch wirklich, sehr analytisch auch anzugehen, aber halt auch mit dem Körper wieder zu arbeiten, dass es wichtig ist, dass wir uns selber wieder mit einbeziehen, alles das, was eben passiert. Mhm. Und das macht mir Hoffnung für die Zukunft, das ist cool. Und dann halt auch wirklich was zu schaffen, was Schönes zu schaffen, die Welt aktiv zu gestalten. Und das ist auch was Selbstbestimmtes dabei. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich Menschen generell, auch so ein selbstbestimmtes Leben auch leben zu können, zu dürfen. Und das, warum nicht in so einem schönen Kontext auch was Integrales zu schaffen, integral auch wieder mit der Natur leben zu können. Und da freue ich mich auch auf weiteren Austausch mit dir. Es macht mir wieder auch Freude, auch zuzuhören, auch verschiedene Gedankenanschlüsse zu bekommen. Ja. Ich hoffe, das eine oder andere war dabei. Für denjenigen, der heute zugehört hat, diejenige, wie auch immer, wird über den Zeitverlauf einfach verfügbar sein über YouTube. Und genau, bei YouTube, da ist ja wichtig, ne, das mit dem Kanal abonnieren, den Like geben und gegebenenfalls auch gerne kommentieren. Und da mag ich den Spruch von den Emanuel Bolander, den möchte ich einfach hier mal erwähnen, sehr gerne. Er sagt, ihr seid freie Menschen, macht, was ihr wollt, im Sinne von, wie ihr jetzt halt damit umgeht, aber zeigt gerne die Wertschätzung für unseren Austausch. Ja, genau. So wie wir beide das immer offen und fröhlich tun. Mhm. Genau. Dann. Ja.
Tschüss. Tschüss.